Ich hatte ja zugesagt und versprochen, dass wir zeitnah sozusagen zu den weiteren Fortschritten und dem weiteren Fortgang im Hinblick auf das Thema Städtebauförderung, Innenstadtsanierung berichten. Und ja, kürzlich hat die erste Lenkungsgruppensitzung, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben, stattgefunden. Und wir haben uns, wie ja schon berichtet, mit dem Thema Verkehrsplanung auseinandergesetzt und hatten mit Beteiligung eines Verkehrsplaners im Ratssitzungssaal eine sehr spannende Diskussion über künftige mögliche Verkehrsführung in der unmittelbaren Innenstadt, also im Bereich zwischen dem kleinen Markt, dann über die Holstenstraße, den grünen Markt, der umrahmt wird von der Schützenstraße, der Straße am Markt, der Holstenstraße, dann in Richtung Bahnhof. Das ist so quasi das Gebiet, welches wir betrachten. Und wir haben im Rahmen der Lenkungsgruppensitzung mehrere Szenarien uns angeguckt, haben mehrere Szenarien betrachtet, bewertet und überlegt, welches mögliche Szenarien sein könnten, mit denen wir jetzt in die breite Öffentlichkeitsbeteiligung gehen wollen und können. Und wir haben jetzt zwei Szenarien identifiziert, die so ein bisschen das Maximale sozusagen darstellen. Ich will da auch noch gar nicht vorgreifen, weil ich die Spannung da auch noch ein bisschen hochhalten möchte. Aber, und dazu möchte ich jetzt natürlich alle Bürgerinnen und Bürger recht herzlich einladen, wir möchten diese Szenarien der Verkehrsplanung am 4. Mai, das ist ein Samstag, im Rahmen des Tages der Städtebauförderung hier in Kaltenkirchen im Rathaus, im Ratssitzungssaal, gerne mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern, mit Gästen aus dem Umland, die nach Kaltenkirchen einkaufen kommen, aber auch mit den Gewerbetreibenden, mit Vertreterinnen und Vertretern der Beiräte, sowohl aus dem Beirat für Menschen mit Behinderungen, dem Seniorenbeirat, aber auch mit Mitgliedern der Jugendstadtvertretung, aber auch gerne mit Schülerinnen und Schülern, egal, jeder, der sozusagen Interesse an dem Thema hat und in irgendeiner Form quasi sich betroffen fühlt oder Interesse daran hat, die Innenstadt in Kaltenkirchen mitzugestalten. Alle sind herzlich eingeladen, an diesem Tag zu uns zu kommen. Und wir möchten, wie gesagt, ganz ergebnisoffen mit Ihnen, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Diese zwei Szenarien, die wir jetzt ausgewählt haben, im Rahmen von Workshops mit Ihnen bearbeiten und dann gucken, welche Ergebnisse dann in den städtebaulich-freiraumplanerischen Wettbewerb einfließen werden, mit welchen Ergebnissen wir dann dort sozusagen in die weitere Planung gehen werden, um dann für die weitere Innenstadtsanierung, Innenstadtplanung ein vernünftiges Verkehrskonzept, eine vernünftige Verkehrsplanung auf die Beine stellen werden, die dann hoffentlich dazu beitragen wird, dass wir im Rahmen von Begleitmaßnahmen dann eine Steigerung der Attraktivität unserer Innenstadt für alle Verkehrsteilnehmer hinbekommen, aber auch tatsächlich eben eine bessere Nutzbarkeit der Innenstadt hinbekommen für zum Beispiel Veranstaltungen, Märkte, Wochenmärkte, die dann dazu führen, dass die Innenstadt künftig belebter wird. Ja, und dann hoffentlich auch sich Gastronomie, Einzelhandel wieder verstärkt auch in der Innenstadt ansiedeln, um die Innenstadt wieder einfach attraktiver und erlebbarer für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kaltenkirchen zu gestalten. Ja, ein Punkt ist mir ganz besonders wichtig, das ist auch so ein bisschen aus der Diskussion der Lenkungsgruppe heraus entstanden. Wir möchten gerne auch einen besonderen Fokus nochmal auf die Jugendlichen, auf die Kinder unserer Stadt werfen, die letztendlich ja dann nachher irgendwann diejenigen sind, die in dieser Stadt leben dürfen. Und aus diesem Grund möchten wir gerne auch Workshops oder einen Workshop an Schule durchführen und dazu die Schülerinnen und Schüler einladen, ermutigen, ermuntern, auch einmal ihre Sichtweise uns darzulegen, uns ihre Wünsche, Ideen mit auf den Weg zu geben. A, natürlich, wie sie sich die Verkehrsführung in der Innenstadt künftig vorstellen, aber natürlich in dem Kontext auch, wie sie sich die Entwicklung der Innenstadt vorstellen, weil da mitunter eben unterschiedliche Interessen liegen zwischen Jung und Alt, männlich, weiblich, da gibt es ganz unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse, auch Familien, die vielleicht sich einen Spielplatz irgendwo in der Innenstadt wünschen und deswegen auf jeden Fall auch nochmal explizit ein Workshop, ein Beteiligungsverfahren mit Schülerinnen und Schülern. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.